Spiel fortgesetzt. Hallo! Get like a fail. Okay. Wir sind wieder da bei Let's Trashcast StarCraft 2 mit Celeros und mir. Mit Hydrox. Wie sprichst du den Namen des anderen aus? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab Angst. Ja. Mama. Mami. Auf jeden Fall, letzten Matches Hydrox verloren. Noob! So ein Kackgebohne. Fresche Moppe. Na. Na. Ah, Löffel der Kaiser. Nein, das war ja Wurstern aus. Ich bin wie im falschen Film. Das war noch ein Baguette. Tom Dive. Tom Dive. Warum ist das jetzt witzig? Das ist gar nicht witzig. Warum lache ich darüber? Weil es Franzosen sind. Ja, Tom Dive. Und noch ein Baguette. Okay. Genauso wie früher mit World of Tanks, ey. Mit dem Petten, der keiner war. Deswegen haben wir ihn Paton genannt. Na, no, Paton. Das ist der Paton. Ich dachte, du meinst den Baguettewerfer. Der Baguettewerfer sowieso. Aber der kam erst später. Schön. Siehe dir den Aufbau vom Toss an und sag mir, was du erwartest. Tschüss. Was denn sonst? Was glaubst du, warum wir das hier machen? Ich dachte, weil es den Zuschauern gefällt. Ich kann nicht aus Spaß, sondern Lust und Laune. Was, du Zuschauer? Den kackst du dich wer an? Ja, du. Und Hydrox. Nein! Ich würde mir das im Leben nicht ansehen. Ich bin komplett bescheuert. Naja, was zum Teufel? Er hat sich selbst eingesperrt, damit er die Cannon safe placen kann. Oh Mann. Weißt du, was Hydrox eigentlich machen müsste? Weglaufen, weinen? Den hier, den, die Echse canceln und dann die für Gold aufbauen. Scheiß drauf, was er vorne kennt, setzt. Ja, eh. Wie viele kann er bauen? Drei? Vier? Er kann eh nicht raus. Ja, deswegen. Also er müsste den Pallet zerlegen. Deswegen. Kannst du einfach die Echse hier abbrechen und dann auf der Gold bauen. Aber Hydrox denkt sich, no, das ist meine Echse. Ja, jetzt ist es zu spät zum canceln. OMG. Kann man das als Fail bezeichnen vom Hydrox? Ich weiß nicht, der macht Spinecrawler. Wie er sich halt echt ganz stur durchsetzen will. Ob die das schaffen, bis die Hedge. Ne, die Hedge stirbt vorher. Die stirbt definitiv. Die Frage ist, was macht Toss währenddessen? Baut einen Bob? Geht wahrscheinlich auf Warpgate. Ja, will vielleicht, wenn er Glück hat, noch reinwarpen. Er wird, glaube ich, jetzt ganz normal weiterspielen. Also ganz normal aufbauen. Na, vielleicht will er noch reinwarpen, wenn er es hinbekommt. Bei den Pilots. Wenn da sind, wird er natürlich die Gelegenheit nehmen. Ja. Oh nein. Oh. Das mit dem Hochzeichen habe ich ihm übrigens beigebracht. Was soll das genau bedeuten? Ja, Lamer hoch 1337. Und warum 1337? Was zum Teufel? Nein. Das ist ja. Also, kann man das als Schieß bezeichnen? Das ist einfach nur stur auf den Sack gehen. Unten geht's weiter. Da unten geht's weiter. Mit Bob! Oh Gott! Nein! Das ist nicht mehr akzeptabel! Vor allem, Hydrox hat jetzt geschafft, sein erste Echse zu bereinigen, ne? Aber... Boah! Er hat ohne Ende Rückstand. Nein, wirklich! Wenn dessen holt sich Toss schon mal Gold, why not? Because fuck you, that's why. Okay, wenn jetzt der Speedlink-Upgrade kommt, sieht's nicht mehr so gut aus für Bob, ne? Nein. Oh, Jank.
Wieso? Wieso macht er da? Nein! Dinge weg! Nein! Eieieiei, das sieht ganz böse aus. Aber gut, er hat jetzt eine Echse sicher. Bist du dir da wirklich sicher? Aber er ist supply blocked. Ja. Oh Gott. Also das ist der geilste Cheese von Echsen vernichten, den ich bisher je gesehen habe. Ja, da kommt Double Bob. Die Twin Bobs. Oh nein. Oh nein, ja, oh Gott, fast haben sie Linge eingesperrt, das war geil. Kingslayer Brothers. Nein, was zum Teufel! Guck dir das an! Noch. Was ist da los? Oh nein, da ist Steve! Oh nein, Steve, der Song kommt, ich kenne Slayer Brothers und oh Gott, Linghoff! Oh, cooler Surround, das war sogar ein cooler Surround. Ja. Aber jetzt macht er das gleiche mit dem Cannon schon. Aber gut, jetzt wird er wahrscheinlich wegen dem Speedling es nicht hinbekommen. Ja, nee, er schafft er nicht, niemals. Nee. Aber da kommt noch ein Bob. Ja, aber Bob Marley wird nichts machen können. Na doch, ein Ling erledigt. Was ist noch so fabriziert? Nicht viel. Hat zwar eine Echse gebaut, aber läuft nicht viel, ne? Ja, er hat gerade mal zwei Gates. Das so, mit dem Counter-Go könnte Hyrox Schaden machen, weil er tostet nicht mal Mana-Ship-Core. Doch, hat er sogar. Aber ja. Der ist bei der Gold. Warum ist er bei der Gold? Er bei der Gold. Warum? Die Nexus-Kanone bei der Gold, falls Ling Run bei kommt. Aber die Gold bewirtschaftet er ja nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, deswegen macht da auch Nexus-Kanone keinen Sinn. Aber Hyrox macht keinen Angriff. Nö, er muss sich selbst wieder aufbauen, ich meine. Die sind beiden den Cheese so ekotechnisch am Arsch, um einfach zu creeped werden. Das Game hat sich irgendwie wieder normalisiert, da stimmt was nicht. Man könnte den Tosh schon fast vorwerfen, dass er irgendwas nicht richtig gemacht hat. Was macht Hydrox da? Ich würde sagen, was Dämliches. Linge opfern, warum nicht? Naja, so kriegt man auch Supply frei. auch wenn es nicht nötig war. Oh, da kommt ein ziemlich interessanter, gewagter Angriffsversuch vom Toss. Mothership Core, zwei Bobs, Dog. Oh, noch ein paar Bobs, Entschuldigung. Es kann böse sein mit dem ganzen Kram, ne? Hyrox muss halt nur den Mothership Core runterschießen, der ist eine große Bedrohung. Der Rest kann er mit den Lingen tanken und den Spine crawlen. Ja gut, aber das Einzige, was er gegen Lüfter hatten, sind eben seine Queens, ne? Und du weißt ja, ja was der gute... wie auch immer er noch genau heißt, machen wird, ne? Die Queen ist unten. Eine, ja. Oh Gott. Misplaced. Schön misplaced. How not to time warp. Oh, die dritte. Oh. Cancel, cancel, cancel! Sehr gut. Und... Linge opfern. Ich wollte gerade sagen, Linge opfern wäre jetzt aber echt scheiße gewesen. Hättest du nur noch deine scheiß stationäre Verteidigung und die bringt eh nicht viel gegen den Angriff. Er braucht... Oh, Roaches. Roaches sind interessant. Genug Roaches, das reicht aus. Ja. Naja, nicht ganz. Warum reicht das nicht aus? Weil er hat richtig traded. Hm. Hat die Linge so gewastet gegen die Zealots, bevor die Roaches da waren. Aber er hat den Toast mit verjagen können. Oh oh, Stargate, die Robo ist bald fertig. Eieiei, das... Council. Eieiei. Da könnten schon fast Immos kommen, ne? Wenn er jetzt mit DTs kommen würde. Boah. Ich meine, DTs hier reinroppen, ne? Ich würde Selbstmord begehen, nichts für ungut, aber... Aber gut. Hallo, es hat nichts gegen die Tees. Er hat keinen Spawncrawler, ne. Aber noch kommt kein Dark Shrine, immerhin. Es kommen sogar zwei Gates. Ich bin froh drüber, ja. Okay. Es kommt ein Immo, oh Gott, ein Glück. Jacques! Ja. Wo ist das Franzosen? Ja, Jacques de Immortel! Oh no, no, Baguette! nicht Baguette, der Toss! Oh no, no, Toss! Weißt du, womit du jetzt noch mehr schießen könnte? Mit Oracles. Oh, eine Robo. Mal sehen, wie er noch schießen wird.
Was hat ein Hydrox? Nur ein paar Worte. Der hat nichts mehr nachgebaut? Fuck Logic. Es ist nicht intelligent, nichts nachzubauen. Vor allem, weil mein Gegenüber ge. Oh. Ey. Oh. Ja, okay, er kann nichts nachbauen, weil er ist total blockt, aber. Ja, trotzdem. Ich meine, gut, Wirtschaft hin und her, aber guck, was so unten ankommt. Aber könnte wohl. Wieso wollt ihr sein? Tja, Walsh ist hinüber. Ja, nicht nur das, einfach. Die ganze Scheiße. Nein! Aber sie hauen noch gute Leute raus. Ja. Ja, aber jetzt hast du nichts mehr. Und die drei Hüderers retten es auch nicht. Er hat 4 Supply frei. Finde den Fehler. Overlords werden vielleicht nicht. Oh, und der Rage schon wieder. Versteh jetzt nicht, warum Toss Imba ist, wenn du keine Einheiten baust. Ich meine, gut. Drei Echsen haben und die hochlaufen lassen ist schön, ne? Und aber. Keine Einheit zur Verteidigung? Fuck Logic. Heute ist ein lustiges Syndrom. Hydrox hat zweimal verloren. Ich bin froh. Du freust dich auch jedes Mal darüber. Ich freue mich über alles. Auch wenn ich sterben sollte? Ich hätte zu viele rassistische Witze bringen können, dass du mir jetzt eigentlich gratulieren solltest. Ich wollte es ja nicht auf dieses Niveau bringen. Ja, eben. Deswegen. Wir haben letztes Mal eh schon festgestellt, dass Asiaten keine Menschen sind, aber das ist was anderes. Stimmt, das war was anderes. Ja, das hatten wir schon mal festgestellt, also. Ja, nee, war ein ziemlich geiler Abfuck vom Toss auf jeden Fall. Es war, ich weiß nicht, aber der müsste eigentlich Trollface heißen. Es war grandios auf jeden Fall. Also ich verspreche, ich am ersten Mal schon gerage quittet, weil ich keinen Bock auf sowas habe. Es war halt das Trolldreieck. Das Trolldreieck war das. Das Trolldreieck, nein! Und da in der Mitte, warte, ich spule einfach ein bisschen zurück. So. Nein. Nein. So, da. So, jetzt halten wir mal den ganzen Spaß an. So. Hier haben wir die Islands. Und da, genau da, wenn man ganz fest reinzoomt, zoomt bitte ganz nah ran, kann man das Trollface da erkennen auf dem Gesicht der Kanonen. Ah, jetzt erkenne ich es auch. Hm? Und da kann man die Spinecrawler sehen, die verzweifelt versuchen, irgendwas auszurichten. Und dann nicht. Und das Trolldreieck. So, mehr habe ich nicht zu sagen, wirklich. Da belasse ich es auch einfach mal. Kein Kommentar mehr zum Trolldreieck? Nö. Doch, ich habe noch was zu sagen. Hm? Die Illuminaten sind schuld. Damit belasse ich es mal.